Guckt euch das an. Portugal hat nochmal einen anderen Flair als Spanien. Nochmal irgendwie alles, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, nochmal alles viel spanischer als Spanien. Und ich bin echt gespannt, wie die Städte hier werden. Ich mache aber an keiner großen Stadt mehr Halt. Ich muss jetzt auf jeden Fall gucken, dass ich in Faro ankomme. Boah, guckt euch das alles an. Fahrradfahrer im Vorfahrt. Immer. Hier im Fernsehen wird direkt die ganze Zeit von Waldbränden berichtet, rund um Faro. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Tavira zu Dominik. Dominik hat mich auch bei YouTube entdeckt und der wohnt in Tavira. Er hat mich zu sich für eine Nacht eingeladen. Mega geiler Typ, ich freue mich schon mega auf die Dusche. Oh Mann, ey. Hier in Portugal ist es gefühlt noch ein bisschen wärmer als in Spanien. Ich glaube nicht von den Gradzahlen her, aber von der Trockenheit irgendwie. Oder von der Schwülheit. Ich schwitze viel mehr als in Spanien. Bei nächster Möglichkeit rechts abbiegen, danach links ab. So Leute, das ist Tavira. Mega schön. Was mir direkt in Portugal auffällt, ist, dass es überall an den Stränden kleine Krebse gibt. Ich glaube, in Spanien habe ich keinen einzigen gesehen, aber direkt hier in Portugal sind die en masse. Ich bin jetzt bei Dominik. Jo, was geht? Hier ist Kevin. Also ich habe, ich wohne jetzt auch erst seit einem Jahr, ne? Okay. Und die Temperaturen sind halt schon so um die 30 Grad so, hier in Portugal auf jeden Fall. Aber hier ist eine gewisse ist halt trocken geworden in den letzten Jahren. Ja, und ungefähr, weiß ich nicht, 1200. Jahre oder so hat das jetzt gedauert, bis sie halt in Portugal und Spanien tatsächlich wieder so eine Dürre hatten. Ja. Ich glaube in den letzten Monat 250 Waldbrände oder sowas. Alter, das ist krass, das ist echt krass. Das Bier ist ziemlich geil hier. Sacres schmeckt ziemlich nice, ne? Ja, hab ich schon drüber. Wir kommen erstmal an, ich arbeite nebenher noch. Also ich habe wirklich viel zu tun. Was machst du beruflich? Ich habe keinen Kundensupport für Facebook. Ah, ja. Du bist das also immer. Das ist Portugal, Freunde. Viele Fischerboote, moorige Umgebung, viele Krebse, die darin leben. Ich fahre jetzt hier in ein Naturschutzgebiet rein. Ist mega krass. Das Wasser ist übel klar. Und links direkt ist das Meer. Hier sind viele Störche und so. Ja, hier ist ein krasser Ort für Birdwatching. Ihr wisst schon, wenn alte Rentner sich Störche angucken mit dem Fernglas. 9 Kilometer noch, 40 Minuten. Ich sehe aus wie ein Behinderter und falle auf der Fahrbahn, auf der Autobahn, aber ist mir egal. Ist mir sowas von egal. Wir sind gleich da, Leute! 5,6 Kilometer noch. Die ersten 20 Kilometer sind geschafft. Ich bin jetzt kurz vor Frankfurt. Knapp vor den 110 Kilometern. Noch läppische 2755 Kilometer. Dann haben wir es geschafft, Leute.
letzten 1,3 Kilometer, 4 Minuten noch. Dann bin ich am Ziel. Aber eins ist sicher, wir kommen nach Portugal. Ich bin am Ziel, ich bin in Faro. Das fühlt sich schon cool an, das fühlt sich schon krass an. Aber es fühlt sich lange nicht so gut an, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Mir wurde einfach klar, dass der ganze Weg nach Faro eher das Ziel war, anstatt die Stadt selber. Ich fühle gerade einfach nur Leere. Ich glaube, wenn man sich große Ziele setzt, dann ist eher der Prozess und der Fortschritt dadurch eher das Ziel, anstatt das Ziel selber. Ich habe mal ein Zitat von Reinhold Messner gelesen, das ist dieser krasse Dude, der auf den Mount Everest und so gestiegen ist. Der hat gesagt, dass als er das erste Mal den Mount Everest bestiegen hat, dass er direkt danach eine extreme Depression und eine extreme Leere gefühlt hat. Ganz einfach, weil er sein größtes Ziel erreicht hat in seinem Leben.
Und ich glaube, das haben ganz viele. Auch viele Fußballer, wenn sie die Weltmeisterschaft gewinnen oder wenn sie die Europameisterschaft oder die Champions League gewinnen, dass sie danach voll depressiv sind und voll die Leere fühlen, weil es danach einfach nichts mehr zu gewinnen gibt. Und ich glaube, das fühle ich gerade auch so ein bisschen, weil Faro war so das krasseste Ziel, was ich mir setzen konnte. Ich habe jede krasse Scheiße auf dem Weg gemacht. Ich bin so ziemlich den schwersten Weg nach Faro gefahren, den man überhaupt fahren kann. Ich bin über die Pyrenäen gefahren, ich bin durch die spanische Prärie gefahren bei 50 Grad. Ich bin von Sevilla nach Malaga gefahren und von Malaga dann nach Ronda, was übel der Selbstmord ist. Und es gibt eigentlich gar nichts, was ich hätte noch krasser machen können. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, das war's schon? Ich habe noch alle Beine und alle Arme dran. Es war nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Und deswegen kann das auch nicht das Ende sein. Wir fahren noch ein Stück weiter. Ich habe eine coole Idee. Wir fahren jetzt noch mal ein Stück weiter. Und da nehme ich euch auch wieder mit. Und dann gucken wir mal.